Die Major League Soccer ist die höchste Spielklasse in den USA und Kanada. Neben einigen Top-Talenten wie Alan Velasco oder Thiago Almada ist die Liga aber eher dadurch bekannt, die letzte Station vor dem Altersheim für einige europäische Topstars zu sein. Kleiner Scherz am Rande, für einfaches Auslaufen steht die Liga wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr. Doch wer sind eigentlich die derzeit größten Namen in der MLS? Und wie gut sind sie in FIFA 22? Los geht es mit der, wait for it, kleinen Erbse. Der Fun Fact zu seinem Spitznamen Chicharito ist langsam älter als die FIFA-Reihe. Apropos alt, auch Hernandez ist mittlerweile im gehobenen Fußballalter angekommen. Der 33-jährige Mexikaner, der schon bei Manchester United, Real Madrid und Bayer Leverkusen war, ist seit 2020 im sonnigen Los Angeles unterwegs. Wir bleiben in Kalifornien und kommen zum Stadtrivalen von Galaxy, nämlich Los Angeles FC. Dort kickt mittlerweile Carlos Vela. Lange war er bei Arsenal in der Premier League, über Real Sociedad ging es 2018 in die USA. Vela ist mit seiner 83 nicht nur der stärkste Spieler in dieser Auswahl, sondern auch in der gesamten MLS in FIFA 22. Ein Weltmeister in den Staaten. Der Mittelfeldabräumer holte 2018 die WM mit Frankreich und ging zwei Jahre später von Juventus Turin zu dem sehr jungen MLS-Club. David Beckham und andere haben ihn erst 2018 gegründet. 2021 werden wir Matuidi vielleicht wieder in Europa sehen, denn seine Zeit bei Inter Miami neigt sich dem Ende entgegen. Der Kraftwürfel in der MLS? Ja, er ist das neueste Prunkstück der Liga und kam im Winter 2022 von Olympique Lyon. Warum Chicago? Wahrscheinlich konnte ihm sein alter Kumpel Bastian Schweinsteiger Positives berichten. Der deutsche Weltmeister von 2014 beendete dort bereits 2020 seine Fußballkarriere. Shaqiris Stärke in FIFA 22 sind mittlerweile seine Freistöße geworden. Und wenn es 2014 im Finale ein wenig anders gelaufen wäre, dann wäre Higuain jetzt als WM-Sieger vorgestellt worden. Der inzwischen 34-Jährige ging 2020 zusammen mit Matuidi von Juve zum Beckham Club. Er führte die Mannschaft als Kapitän an und ist im 16er immer noch brandgefährlich. Nächstes Jahr thront dann der italienische Europameister Lorenzo Insigne auf der 1. Der 30-Jährige verlässt Neapel und wechselt nach der Saison ablösefrei nach Kanada. Beim FC Toronto wird er der absolute Superstar sein. Mit seiner 86, die in FIFA 23 nicht allzu weit nach unten fallen sollte, ist er dann auch der beste Spieler der MLS. Außer es kommt noch jemand Besseres. Aber bis dahin hören wir uns beim nächsten Mal wieder.